Verblüht sind Dahlien und Ginster, abends wird es früher finster, die Rechnung steigt für Gas und Licht, der Tag nimmt ab, ich leider nicht, ich sage euch so weiche Sitze, der Ball ist nicht rund, er ist eine Ellipse, man sitzt vorm TV jetzt gern daheim, weil in der Elf ist Playoff-Time. Wenn schon nicht mit Schminktipps gab's, dann probiere ich es halt mit Gedicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal ein NFL-Gedicht im September zum Herbstbeginn. Damals auf Puls 4, hab's ein bisschen umgeschrieben für die Elf, weil die Elf, die schreitet auf ihren Höhepunkt zu Ende September ja dann das Finale. Aber jetzt geht's dann in die Playoffs am kommenden Wochenende, Samstag, Sonntag, die letzte, die 14. Runde im Grunddurchgang. Blicken wir zurück auf die 13. Runde, da waren beide Österreicher im Einsatz und für beide sah das eigentlich nicht gut aus. Der Outcome war recht unterschiedlich. Während die Vikings mit viel Vertönen ihr Spiel auf der Ravelinstraße gegen die Fairwine Throners noch gewinnen konnten, damit nicht nur einen Rekord aufgestellt haben, 13. Sieg in Folge, saisonübergreifend und gleichzeitig auch noch die Playoffs zu Hause gesichert haben. Also es wird ein Halbfinale in Wien geben, im großen Rahmen. Wir wissen noch immer nicht wo, aber ich glaube, das wird die nächsten Tage dann bekannt gegeben. Haben die Raiders ihr Rückspiel gegen Stuttgart verloren. Also auch Stuttgart, die Surge, haben die Raiders gesweept. Und das hat dramatische Auswirkungen auf die Raiders. Die haben nämlich jetzt ihren Wildcard-Spot verloren und können ihn auch durch eigene Kraft nicht mehr zurück. Was muss passieren? Entweder Hamburg gewinnt gegen Berlin oder die Fairwine Throners schlagen die Wroclaw Panthers. Beides ist angesichts der Ergebnisse und Ereignisse der letzten Woche nicht völlig auszuschließen. Geht es der Papierform nach, könnte es aber auch sein, dass das das letzte Spiel ist für die Raiders und es heuer für sie kein Playoff gibt. Also Daumen drücken ist angesagt für entweder Fairwa oder und Hamburg, dass sie mit dem Sieg davonkommen und die Raiders dann noch in die Wildcard reinrutschen. Ich war kein Freund des Quarterback-Wechsels bei den Raiders, weil ich habe es zwar verstanden, dass der Mann gegen die Vikings ziemlich versagt hat, er hat aber auch das eine oder andere gute Spiel gehabt, der neue Mann, Dolinchek, der gekommen ist, entwickelt sich langsam, aber hat jetzt 3 Spiele, 2 Niederlagen, einen Sieg und hat auch jede Menge Picks geworfen. Ich hätte eher versucht, das Rundumadum zu verbessern, um den Quarterback herum, weil ja, die Offensive Line hat gegen Stuttgart nicht gut ausgeschaut. Man hatte disziplinäre Probleme, es gab sehr viele Strafen, die auch dazu geführt hat, dass man da in der zweiten Halbzeit schwer ins Hintertreffen gelangt ist und jetzt, ja, jetzt steht man mit leeren Händen da. Unter Umständen ist die Saison am Wochenende für die Raiders beendet. Die Vikings haben die Woche eine Pressesendung ausgeschickt. Sie haben einen neuen Rekord aufgestellt, 13 Siege in Folge. Also sie haben jetzt gewartet, einen Sieg noch ab, weil bisher war die längste Serie 11 Siege. Einen Sieg haben sie auch am grünen Tisch eingefahren. Jetzt haben sie den 13. abgewartet und feiern sich da selbst und geben aber auch zu, dass da ein bisschen Glück dabei war gegen die Fairwine Throners und ich würde sogar sagen, es war sehr viel Glück dabei. Die Throners sind daran gescheitert, wo ich oft geglaubt habe oder mutmaße, dass die Vikings scheitern könnten, nämlich am Kicking Game. Hätten die einen Kicker, der aus 30 Yards ein Field Goal macht und das ein Gimme ist, dann hätten die Vikings das Spiel verloren und müssten jetzt am Wochenende Prag schlagen, um das Heimrecht noch im Playoff sicherzustellen. Es war nicht berühmt, was da passiert ist. Andererseits Kudos den Fairwine Throners, die sind da gekommen und wollten spielen. Die Vikings wollten das in trockene Tücher bringen, schnell und unauffällig. Das ist nicht gelungen. Jetzt kann man sagen, es sind etliche Spieler geschont worden. Starting Linebacker war nicht dabei, es war der Defensive Liner der US-Amerikaner nicht dabei, es war kein US-Amerikaner auf Wide Receiver, Wegan hat gefehlt, ja, alles schön und gut, trotzdem, es war ein Team, das erst einen einzigen Sieg eingefahren hat gegen die Prag Lions und die muss man eigentlich klar schlagen und das war alles andere als klar, das war eigentlich gefühlt eine Niederlage und man ist halt davon gekommen, weil der Gegner einen Kicker hat, der aus 30 Yards nicht trifft und das war der Grund für den Sieg und die Defense kann man noch erwähnen, die hat eigentlich ganz brav gespielt, andererseits auch 20 Punkte zugelassen gegen die Throners, also das sind mehr als die Prag Lions zugelassen haben, also da hat viel nicht zusammengepasst und ja, die Fans haben es zur Kenntnis genommen und gibt sehr viel Kritik, ja, vor allem was die Offense betrifft und wie sie spielt. Es ist ja so, dass Chris Helbig ja bekannt ist für ein
das auch selbst gerne läuft. Das sieht man sehr selten. Es wird sehr konservativ gespielt und Chris Kalake, Head Coach der Vikings, hat nach dem Spiel auch gesagt, das will er eigentlich so nicht mehr sehen. Und ich glaube, das will niemand sehen. Also ich will nicht nur er nicht sehen, das wollen die Spieler nicht, das wollen die Fans nicht. Das, ja, der Gegner will es vielleicht, ja. Es könnte durchaus sein, dass der Gegner im Halbfinale die Vikings in der Verfassung gerne sehen würde. Ich hoffe auf Besserung. Ich hoffe auch, dass die Raiders Glück haben, das Glück haben, das vielleicht tüchtigen, weil sie haben ja eigentlich keine allzu schlechte Saison gespielt. Sie sind jetzt auf 7 Siege und 4 Niederlagen. Die 2 Sweeps wiegen halt schwer, weil man dadurch so ein schlechtes Punkteverhältnis hat, dass man aufgrund des Punkteverhältnisses gegen die beiden Teams, die man nicht direkt gespielt hat, eben Wroclaw und Berlin, nicht vorbeikommen wird. Das heißt, man muss jetzt hoffen auf, dass das fair war, vielleicht genauso spielt am Wochenende, wie sie voriges Wochenende gespielt haben, dann wären sie auch für Wroclaw gefährlich. Und dass Berlin da in Hamburg stolpert, soll man ja nicht gänzlich ausschließen. Kommen wir zu den Zuschauerzahlen der Elf am vergangenen Wochenende. Das war das zunächst schwächste, mittlerweile nur mehr knapp zweitschwächste Wochenende von den Schnittzahlen her. Es waren im Schnitt 2631 Besucher bei den Spielen und das hat den Grund, dass die großen Teams mit den vielen Zuschauern keine Heimspiele hatten. Es haben die Vikings auf der Ravelin gespielt, es haben die Rhein Fire kein Heimspiel gehabt, es hat Frankfurt kein Heimspiel gehabt und so war der Spitzenreiter an dem Wochenende in Tirol zu Hause. Die Raiders haben die meisten Zuschauer gehabt, 4073. Im Tivoli-Stadion haben die Niederlage gegen Surge gesehen. Und dann kommt schon Paris, 3800 und Hamburg 3400. Die Helvetic Guards haben sich gefreut über 3060 Zuschauer, die haben gegen Rhein Fire gespielt und Köln hat jetzt im Nachhinein noch 2100 Zuschauer gemeldet. Die Vikings mit 1200, wobei ich die Zahl jetzt nicht ganz verstanden habe, die man da kommuniziert hat, weil man hat eine Tribüne mit, glaube ich, 888, also knapp 900 Sitzplätzen, eine zusätzliche hingestellt mit 300, das würde laut Adam Riese schon 1200 ergeben. Rund um und um sind auch Leute gelaufen und auf Bänken gesessen, also ich hätte ein bisschen mehr als 1200 gesehen. Sei es drum, die Vikings sind schon vor längerer Zeit dazu übergegangen, das zu sagen, was ist und keinesfalls jetzt 20%, wie es früher mal üblich war, oder gar 30, 40, 50% drauf zu haben. Ja, das, was die Vikings an Zuschauern kommunizieren, ist meistens recht genau, würde ich mal sagen. Es ist zumindest nicht weit weg von der Realität. Milano Simon gegen Munich Ravens, 700 Zuschauer. Also in Mailand erkennt man auch, jetzt mal langsam die Realität, man hat immer so 1000 gesagt und 1200 waren da mal dabei, mal kurz nachschauen, ja, 1800, 1500 und das haben eigentlich die Bilder nicht hergegeben und jetzt ist man herunten auf 700 Zuschauern und ebenso wenig Zuschauer haben die ganze Zeit auch jetzt schon die Barcelona Dragons gehabt, die letzten Spiele 516 und 711 Zuschauer. Das sind mir eigentlich beim Regionalliga-Fußball. Ja. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die großen Teams haben sehr viele Zuschauer. Man vermutet jetzt am Wochenende, dass das Spiel zwischen den Frankfurt Galaxy und den Rhein Fire, das ist das Spitzenspiel der 14. Runde, dass da wieder eine fünfstellige Zahl sogar rauskommen könnte in der BSD Bank Arena in Frankfurt, weil theoretisch geht es da sogar noch um den Sieg in der Conference. Allerdings müssten die Surge vom Hinspieler 24 Punkte wettmachen. Das heißt, ein Sieg mit 24 oder mehr Punkten gegen Rhein Fire. Man soll nie sagen, man soll nichts ausschließen, aber ich würde sagen, mit 24 Punkten gegen die Düsseldorfer zu gewinnen, wird ziemlich harte Aufgabe, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich gehe davon aus, dass sich Rhein Fire den Titel in der Conference sichern wird, als Nummer 1 dort oder Nummer 2. Wir könnten ja rein theoretisch auch noch knapp verlieren, dann wären sie auch Zweiter hinter den Vikings, dann wären die Vikings der Nummer 1 sieht. Es ist im Prinzip egal, man weiß echt noch nicht, wen man bekommen wird und die Mannschaften, die ins Playoff gehen, sind in der Wildcard quasi alle gleich stark. Ich würde jetzt die Frankfurt Galaxy rausnehmen wollen, wenn die da eine Wildcard spielen müssen. Die schätze ich ein bisschen stärker ein als Wroclaw, als Stuttgart, als Berlin, aber ansonsten kriegt man das, was man kriegt am Ende und dann wird man schauen, dass man in Wien nochmal ein großes Feuerwerk abfeuert. Was ist an dem Wochenende noch passiert und was konnte man sehen?
unter anderem die Ladies. Die Meisterschaft hat am Wochenende begonnen und vor dem Spiel der Vikings gegen die Enthroners haben die Vikings Ladies gegen die St. Gallen Bears gespielt. 73-2 gewonnen. Die zwei Punkte waren eine Two-Point-Conversion beim Extra-Punktversuch der Wikingerinnen und das war ein ganz, ganz klarer Sieg und der Gegner völlig chancenlos. Es stand nach 5 Plays bereits, glaube ich, 21-0 und dann ein paar Plays später 28-0 gescored, mit Offense gescored, mit Defense. Die Gegnerinnen waren völlig überfordert mit Tackling, mit dem Speed, mit auch mit ihrer Offense, werfen, fangen, hat alles nicht geklappt. Ja. Und wir sind da ein bisschen bei einem Punkt angekommen bei den Damen, wo man sagen muss, wo ist die Initialzündung, dass Ladies Football in Österreich so ähnlich gut funktioniert wie in Finnland oder in Großbritannien. Die Mannschaften, die ja EM spielen und WM spielen, also da gibt es ja richtig guten Football schon und Österreich hinkt in dem Bereich völlig nach. Und danach mit den Damen und auch dem Head Coach gesprochen auf der Showbühne in der Ravelinstraße und die Schweizerinnen haben gesagt, sie spielen in Österreich mit, weil die Situation in der Schweiz noch viel ärger ist, also da kommt man gar nicht wirklich zum Spielen und deswegen haben sie sich jetzt, nachdem sie zunächst eine Spielgemeinschaft hatten, ich glaube mit den Schwarzhammers Ladies, entschlossen in Österreich mitzuspielen. Die Vikings Ladies dominieren die Szene seit 20 Jahren, was natürlich auch nicht gesund ist, weil wenn ein Team das alles zudeckt, dann passieren so wenig im Umfeld. Also die Dragons Ladies sind mal da, spielen mit, sind dann wieder weg. Dann hat es mal Ladies gegeben bei den Rangers, die waren da und wieder weg. Die Grazer hatten mal eine Mannschaft, die hat sogar Meisterschaft mal gewonnen, bevor die Vikings-Dominanz begonnen hat, die sind wieder weg. Die Salzburger sind jetzt da, und gekommen, um zu bleiben. Die Telfer auch gekommen, um zu bleiben. Schwarz ist jetzt so noch mit einer Spielgemeinschaft da irgendwie dabei und ansonsten wird das nicht größer. Was jetzt noch passiert ist, und das hat auch Cameron Freaky, der Head Coach der Vikings, angemerkt, ist, dass man von 11-11 auf 7-7 Football runtergegangen ist, weil manche Teams einfach keine 11 Spielerinnen stellen können. Und da kommen wir jetzt auf einen ganz schwierigen Punkt. Zum einen einmal ist es dann denkunmöglich, dass es irgendwann einmal eine Staatsmeisterschaft wird, weil du brauchst für eine Staatsmeisterschaft musst du eine genügende Anzahl an Vereinen in der Liga haben, die haben wir nicht, und eine genügende Anzahl, um tatsächlich Football zu spielen. 7-on-7 ist nicht Football. Es ist 11 gegen 11. Und das zweite ist, das Thema Nationalteam ist dann eigentlich vom Tisch. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben jetzt dreimal bei Großereignissen teilgenommen, zweimal EM, einmal WM, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein Spiel gewonnen gegen Spanien, den Rest verloren, zweimal Letzter geworden, einmal, glaube ich, Vierter mit dem Sieg über die Spanierinnen, dann im Spiel um Bronze gescheitert. Das kommt dann nicht mehr. Und irgendwo muss jetzt ein Funke her und am besten wird der vom Verband kommen, um das dorthin zu bringen, wo es in anderen Ländern ist. Das ist eigentlich unverständlich, dass in Österreich so viele Dinge so gut klappen. Wir sind im Flag Football super, wir sind im Tackle Football super und bei den Ladies sind wir international nicht dabei. Und ja, und die Damen hadern damit, weil ich meine, die Vikings trainieren hart, die Damen sind, ja, die können jetzt auch nicht anfangen zum Verlieren, damit es irgendwie alles besser ausschaut. Die Damen werden auch heuer wieder wahrscheinlich den Pokal in den Händen halten und der 21. Mal die Meisterschaft gewinnen. Die Telfer haben angekündigt, sie werden es ihnen möglichst schwer machen. Ja, noch 4, 5 Mannschaften und ich meine auch, dass jede AFL-Mannschaft eigentlich dann danach trachten sollte, auch irgendwann einmal eine Ladies-Mannschaft zu haben. Jetzt hat sogar Rapid geschafft, eine Frauenfußballmannschaft aufzubauen. Also sollte das vielleicht auch irgendwann einmal den Giants gelingen und den Rangers gelingen. Ich weiß, es ist Arbeit, ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, man braucht neue Coaches, aber das ansonsten wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, es sollte funktionieren, weil man hat jetzt im TV gesehen, die letzten Jahre schon Fußball, Europa- und Weltmeisterschaften und wie sich der Sport bei den Damen entwickelt hat. Und das wollen wir eigentlich beim Football auch. Also ich würde das gerne haben. Insofern einmal danke an die Dallas Patriots, dass sie auch mit den Ladies hier Pressearbeit leisten und mir da Informationen zukommen lassen. Ich werde das würdigen und in Form dessen, dass wir, was wir bekommen, auch berichten darüber, dass man 7-on-7 spielt, ist halt wirklich nicht gut. Also das müssen auch die einsehen, die es wollen, dass es auf Dauer keine Zukunft hat und man zurück muss, möglichst schnell auf 11 Frauen Football in dem Fall. Ja, zurückkommen, ja, auf 11, 10er-Liga. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, das habe ich vorige Woche nämlich vergessen, zu sagen, die Styrian Bears haben angekündigt, dass sie dem AFPÖ ein Schreiben übermittelt haben, in dem sie ihren Rückzug aus der AFL bekannt geben. Sie wollen sich in der Division 1 wieder finden und dann eventuell wieder einen neuen Anlauf auf die AFL starten, also
einer ist schon weg aus der AFL, die Bears wollen nicht mehr. Und wenn der AFL nächstes Jahr eine Zehnerliga haben will, wird er schauen müssen, wo er diese 10. Mannschaft herbekommt. Ich würde mich im Ausland umschauen, ich hätte da so die ein oder andere Idee. Aus der Division One, dass man die Knights oder die Thunder dazu bringt, die gab es fast nicht, dass die das machen werden. Also ich habe zumindest bei den Gesprächen zuletzt nicht das Gefühl, dass es da einen Zug gibt, der Richtung Austrian Football League fährt, auch wenn jetzt Vikings und Raiders nicht mehr dabei sind. Wo die Vikings stehen mittlerweile, hat man ja schon wieder gesehen, die waren schon wieder im Finale, zweimal hintereinander, sie haben zweimal verloren, aber die werden irgendwann einmal wieder in der AFL auch das Ding gewinnen und die sind jetzt schon schwächer geworden, aber die Bears haben da nie eine Chance gehabt. Ja, und eben, wenn man ehrlich ist, die Salzburg Ducks, die richtig gut arbeiten, die haben da in Salzburg so einen Deckel gekriegt von den Wikingern, dass das eigentlich wenig Unterschied macht er zu dem, was man früher gesehen hat, zwischen den Bulls und den Vikings. Ja, 2010, 2011, da war das eigentlich genauso. Insofern ist der Gang in die AFL ein schwieriger. Man braucht, da kommt man nicht drum herum, man braucht den einen oder anderen Import, der einen wirklich verstärkt, der auch einen Impact hat auf alle anderen Spieler, der das ganze Team besser macht, der vielleicht auch im Coaching einiges bewegen kann, der vielleicht auf der Position Quarterback spielt. Und zweiten noch eventuell der in der Defense was tun kann. Ohne dem wird man meiner Meinung nach in der AFL nicht die Playoffs erreichen können. Auch die Vikings haben, auch wenn sie einen Quarterback haben aus Österreich, den einen oder anderen sehr guten Army, wie wir wissen, in ihren Reihen, also die AFL-Vikings. Das wollte ich schon vorige Woche sagen, habe ich vergessen gehabt. Jetzt habe ich es gesagt, die Bears nicht mehr in der AFL. Ich will, dass die Damen wieder zur Elft spielen und ich hätte gern, dass der AFPÖ und die Vereine hier Initiativen ins Leben rufen, um Ladies Football nach vorne zu bringen. Und dann hätte ich noch gern an dem Wochenende, wenn ich mir was wünschen darf, einen Sieg der Hamburg Sea Devils über die Berlin Adler, damit die Raiders doch noch im Playoff sind und wir vielleicht eben doch noch, auch wenn es jetzt schwierig scheint, ein österreichisches Finale in Duisburg bekommen. Soweit, so gut. Draußen wird schon wieder finster. Verblüht sind Darlehen und Ginster. Ich sagte es anfangs schon, der Herbst ist da. Da kann man nichts machen. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag nach. Hoffentlich zwei Siege und hoffentlich verlieren die einen oder die anderen, damit wir beide Österreicher im Playoff haben. Cheerio.